Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Folge Herzensbildung in der Rakete von Rawls und Kant schiebt an. Ich will anknüpfen an das Video 8, Gesinnungs- und Verantwortungsethik, aber vorher noch mal kurz einen Blick auf den Flux-Fabulator werfen, denn inzwischen, da bin ich eigentlich ganz stolz, füllt sich so langsam unser Flux-Fabulator. Wir haben allein in den letzten beiden Sendungen eintragen können: Pharao Necho II., 610 bis 595 vor Christus, Umrundung Afrikas aus Richtung des Roten Meers nach Gibraltar. Wir haben uns bereits beschäftigt, dann Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus, der auch schon sich mit der Beschaffenheit der Erde, der Kugelform der Erde beschäftigte, Eratosthenes, 273 bis 194 vor Christus, auch Erdumfangsberechnung Ptolemäus, der Dritte hatte ihn beauftragt, die Ptolemäer haben wir schon bereits kennengelernt, und dann kommt eine große Leerstelle, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass hier irgendwas passiert sein muss. Dann gehen wir vorbei um das Jahr rund 1000, Leif Erikson, der Wikinger, hat Nordamerika in Anführungszeichen entdeckt. Es gab ja eigentlich nichts zu entdecken, Nordamerika war ja schon immer da. Aber sozusagen für den europäischen Kulturraum hat er Amerika entdeckt. Vorbei geht es an Leonardo da Pisa, 1170 bis 1240, Fibonacci. Und letztes Mal hatten wir gesprochen eben auch über Christoph Kolumbus, 1451 bis 1506, Entdeckung Amerikas, und Zheng He, die 7 Flottenfahrten in Richtung Pazifik und Indischen Ozean. Also alles schon sehr schöne Geschichten, die wir uns erzählen konnten. Und in dem vorletzten Video hatten wir natürlich über Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, und Friedrich II., den alten Fritz, etwas erzählt über den aufgeklärten Absolutismus und den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 zwischen Russland, Österreich, Frankreich und Großbritannien mit ihrem Verbündeten Preußen. Nun gut, also so langsam füllt sich der Flux-Fabulator, und heute will ich auch wieder ein bisschen zum Auffüllen beitragen, nämlich mit der heutigen Rubrik Herzensbildung. Wir hatten, wie gesagt, im Video 8 die Frage aufgeworfen, wie beurteilt man nun eigentlich eine Handlung? Wir wissen nur, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben nur die Gesinnung zählt oder die Folgen zählt oder die Mischung, wie Max Weber vertreten hat, eine Mischung aus beiden hat zu erfolgen. Es muss Kernprinzipien geben, die man nicht preisgibt um guter Folgen willen. Aber wie beurteile ich denn nun jetzt gut und schlecht tatsächlich? Und das ist natürlich eine Frage, die letztlich die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik nicht beantwortet. Eine Antwort liefert auf alle Fälle mal die Religion. Nimmt man die 10 Gebote, das Neue Testament, die Bergpredigt dazu, dann hat man schon einen, wie soll ich sagen, ein Regelwerk zur Hand, um gut und schlecht zu beurteilen. Aber gibt es noch was anderes als die Religion? Gibt es eine Möglichkeit, die Religion sozusagen zu ersetzen in ihrer, wie soll ich sagen, Definitionsmacht von Gut und Böse? Und was wäre das, was anstelle der Religion tritt? Und da ist ein Mann in diesem, im vorigen Jahrhundert sehr berühmt geworden, und zwar heißt der Mann John Rawls. Er lebte von 1921 bis 2002, war Harvard-Professor, also in den USA war er tätig und in den USA dachte er nach. Es gibt von ihm kaum Bilder. Er war äußerst scheu, trotz seiner großen Bedeutung für die Philosophie und für die Frage der
Beurteilung von Gut und Böse. John Rawls war Sohn eines Rechtsanwaltes. Er war im Zweiten Weltkrieg Feldwebel als junger Mann im Pazifikkrieg, im Krieg gegen die Japaner. Und er wurde dann gegen Ende des Krieges, glaube ich, degradiert. Ein Vorgesetzter befahl ihm, einen ihm untergebenen Soldaten zu bestrafen. Und Rawls meinte, dass der Soldat eben dann zu Unrecht bestraft wurde und verweigerte den Bestrafungsbefehl und wurde dann selber zurückdegradiert zum Soldaten. Man bot ihm dann wohl doch gleichwohl eine weitere Karriere nach Kriegsende in der Armee an, aber als er dann sich Hiroshima anschaute in seiner Zeit als Besatzungssoldat in Japan und den Atombombenabwurfplatz besichtigte, entschied er sich gegen den weiteren Dienst beim Militär und für eine Karriere, die sich mit der Frage beschäftigt von Gut und Böse. Er war dann später, wie gesagt, Professor in Harvard und war Berater von Bill Clinton. Er stotterte, war äußerst kamerascheu und ein uneitler, ganz bescheidener Mensch, so wird berichtet. Und er war auch dann wohl kein Christ mehr, weshalb eben auch vielleicht gerade diese Frage, wie kann ich die Religion als Maßstab für die Beurteilung von Gut und Böse ersetzen durch was anderes. Vielleicht kam das daher, dass er wohl nicht mehr dem christlichen Glauben angehörte. Er sagte auch einmal, Religion in einer offenen Gesellschaft kann so spaltend sein, dass sie die Gesellschaft untergraben könnte. Also er hat da ein bisschen einen Sprengstoffcharakter in der Religion gesehen für eine Gesellschaft. Na jedenfalls 1971 schrieb er ein Buch, Eine Theorie der Gerechtigkeit, so heißt das, und dort erfand er einen Mechanismus zur Beurteilung von Gut und Böse. Und zwar nannte er diesen Mechanismus, den er erfunden hat, nannte er den Schleier des Nichtwissens. Und zwar kann man sich das eigentlich ganz gut verdeutlichen, weil folgendes Gedankenexperiment legte er seiner Bestimmung, wie eine gute Gesellschaftsordnung zu strukturieren sei, zugrunde. Und zwar, sagte er, müsse man sich einfach mal vorstellen, man sei ein Mensch und rase mit einem Raumschiff auf die Erde zu. Und wie ein Zauberer könne man aus der Ferne, während man also auf die Erde zurast, die Gestaltung der Erde im Hinblick auf, wie soll ich sagen, auf die Politik, auf die Verteilung von den Gütern, von dem Reichtum, wie ist die Krankenversorgung, wie viel Geld wird ausgegeben für die Bildung, solche Dinge kann ich bestimmen sozusagen aus der Ferne wie ein Zauberer heraus. Und in dieser Gesellschaft habe ich dann, wenn ich dann auf der Erde gelandet bin, zu leben. Nun ist der Trick, den Rawls anwendet, der, dass er sagt, diese Entscheidung, wie die Erde, also wie die Gesellschaft, in der ich dann leben werde, auf der Erde strukturiert ist, diese Entscheidung muss ich unter einem Schleier des Nichtwissens treffen. Und zwar, das Nichtwissen bezieht sich auf die eigene Ausstattung, mit der ich dann auf der Erde leben werde. Er sagte zum Beispiel, oder zum Beispiel ist unklar für denjenigen, der auf die Erde dann zurast mit seinem Zauberraumschiff, welche Hautfarbe hat er? Ist wichtig. Rassentrennung? Ja, nein. Darf sich eine Rasse über die andere erheben? Ja, nein. Welches Geschlecht hat er? Stellt sich die Frage. Wie hat er vorher sozusagen die Gleichberechtigung der Geschlechter bestimmt, wenn er dann kurze Zeit später auf der Erde aufsetzt. Genauso die Herkunft oder auch die, wie soll ich sagen, die Kraft und den Verstand, den man selber hat. Ist man etwas einfacher gestrickt oder ist man ein super schlauer? Ist man ein, sagen wir mal, körperlich kräftiger Mensch oder eher ein schwächlicher Mensch? Ist man krankheitsanfällig oder sehr robust? Solche Dinge, die weiß ich
selber dann nicht über mich, wenn ich in diesem Raumschiff sitze. Also ich muss unter einem Schleier des Nichtwissens schon mal diese Gesellschaftsordnung festlegen. Also man kann sich das in einem, im Grunde genommen in einem kleinen Beispiel vor Augen führen. Es ist ein Kindergeburtstag und ein Kuchen ist zu verteilen, aber man weiß vorher nicht, welches der Kinder welches Kuchenstück bekommt. Wie wird man dann den Kuchen aufschneiden? Das ist im Grunde genommen der Trick, den er anwendet zur Bestimmung einer, wie soll ich sagen, guten Gesellschaftsstruktur. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter über die reine Erfindung dieser, wie soll ich sagen, Maschine, dieses Gedankenexperiments, sagt er, wenn ich dieses Gedankenexperiment denn tatsächlich durchführe, würden alle Menschen, seien sie denn vernunftbegabt, zu bestimmten Ergebnissen kommen. Also er sagt, das würde jetzt aber zu weit führen, die Menschen, wenn sie denn vernünftig seien, würden dazu bestimmen, wie es aussieht, nämlich es würden gleiche Freiheitsrechte für alle verteilt werden. Und es würde sozusagen die Ungleichheit unter den Menschen, hinsichtlich zum Beispiel Vermögen, durchaus hingenommen, aber nur dann, wenn die Ungleichheit noch dem am schlechtesten Gestellten noch einen Vorteil bringt und auch die Chancengleichheit auf den Platz in der Gesellschaft, auf das Amt in dem Staat, diese Chancengleichheit würden die Leute dann auch festlegen, wenn sie denn vernünftig entscheiden würden. Nun gut, das ist alles sehr komplex. Wie er dann tatsächlich zu seiner ganz konkreten Gesellschaftsordnung kommt, die einzig vernünftig sei nach seiner Ansicht. Es gibt dann natürlich jede Menge Kritiker, die dann sozusagen sein Ergebnis, der Output aus seiner Maschine, aus seinem Schleier des Nichtwissens dann kritisieren. Aber nun gut, alle sind sich jedenfalls darüber einig, dass dieser Schleier des Nichtwissens, eine sehr interessante Gedankenkonstruktion ist und auch eine sehr treffende Konstruktion. Denn die Maschine, dieses Gedankenexperiment bewirkt, dass man sozusagen neben sich tritt, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat. Also und sich so nackig macht, auszieht, sich aller seiner Fähigkeiten und besonderen Eigenschaften entledigt und dann sozusagen mit blanker Vernunft entscheiden muss, was gut und böse ist. Ich darf keine Sondervorteile mehr nutzen, die ich glücklicherweise durch irgendwelche Umstände, vielleicht auch verdiente Umstände, was auch immer, ich habe irgendwelche Sondervorteile, kann ich nicht mehr nutzen und ich muss dann eben entscheiden, was ich tue. Und das gilt dann auch eben für mich, weil ich dann sozusagen in dieser Gesellschaft, die ich gebaut habe, selber eintreten soll mit den dann mir offenbar werdenden Eigenschaften, die ich habe. Habe ich für die Unterdrückung einer Rasse bestimmt und gehöre ich dann später zu der unterdrückten Rasse an, ärgere ich mich. Also werde ich natürlich vorher auch nicht dafür stimmen, dass so eine Gesellschaftsordnung errichtet wird. Das klingt so ein bisschen wie die goldene Regel: Was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Es geht aber, dieses Prinzip von Rawls geht noch ein bisschen darüber hinaus, denn mit der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu, könnte man ja sagen, ich bin jetzt gemein zu irgendjemand, verschaffe mir Sondervorteile, dann könnte ich sagen, naja, nach der goldenen Regel macht nichts, ich kann mich ja, wenn mir einer das Gleiche antun will in der dann konkreten Welt, die ich mir ausgesucht habe, dann bin ich kräftig genug, um mich dagegen zu wehren. Also nehme ich mir jetzt von einem Schwächeren einen Sondervorteil. Nein, der Schleier des Nichtwissens raubt eben gerade den Menschen, der zu entscheiden hat, dieses Sondervorteils, in unserem konkreten Beispiel jetzt, der Stärke. Und insofern geht Rawls Regel über die goldene Regel eigentlich hinaus. Also eine Rechtfertigung für das Leben, für die Gesellschaft, für die Struktur der Gesellschaft nach dem Motto Schwein gehabt, Glück gehabt, gute Gene, gute,
gute Herkunft, reiches Elternhaus, zieht nicht mehr. Dieses Prinzip ist vorbei, ist keine Legitimation mehr, wenn man den Schleier des Nichtwissens als Entscheidungskriterium, als Maschine zur Beurteilung von Gut und Böse anwendet. Im Grunde genommen erinnert es ja so ein bisschen an Video 15, Friedrich Wilhelm I., der Vater von Friedrich dem Großen, der gesagt hat, der liebe Gott hat mich auf den Thron gesetzt, nicht zu faulenzen, sondern zu arbeiten. Und Friedrich II., ich bin oberster Diener meines Staates, da werden wir noch drauf kommen, was das damit zu tun hat. Jedenfalls, es sind zwei Monarchen, die eigentlich sich sehr gut ausruhen könnten aus ihrer glücklich erworbenen Stellung durch Herkunft als König eines Staates, als unangefochtene Regenten, als Herrscher, die tun und lassen können, was sie wollen. Und trotzdem sagen sie, nein, ich tue und lasse eben nicht, was ich will, sondern ich unterwerfe mich einem Zwang, einer Pflicht. Nun kamen die natürlich auch nicht von alleine drauf, sich sozusagen unterzuordnen, freiwillig unterzuordnen. Nämlich für solche Gedanken, wie dann später Rawls hatte, oder die Gedanken von Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., sich unterzuordnen, freiwillig unterzuordnen, auf die Gedanken kamen die natürlich auch nicht alleine, denn einer hat den Weg dafür bereitet, hat die Rakete von Rawls angeschoben, nämlich Immanuel Kant 1724 bis 1804. Ich habe euch da Bilder schon mal in die Kamera gehalten, will ich aber noch mal tun. Das ist Kant, der in Königsberg lebte, wurde erst spät mit 50 Professor. Vorher teilte er Privatunterricht. Das finde ich noch ein schöneres Bild. Kann man das erkennen? Ja, hier zeigt es Kant von oben porträtiert. Ein sehr schönes Bild. Dieser Kant, Immanuel Kant, lebte wie gesagt in Königsberg. Er hatte religiöse Eltern, kam aber selber aus einfachem Elternhaus. Also die Eltern waren religiös, evangelisch, sehr evangelisch. Und sein Vater war Sattelmacher. Und er bemerkte, als er sich dann in seiner Zeit als junger Mann mit der Frage beschäftigte, was gut und böse ist, er bemerkte, dass die Religion im Rückmarsch war. Ich habe euch ja erzählt, Friedrich II. Sagte, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also er interessierte sich für die Religionszugehörigkeit seiner Untertanen, interessierte er sich überhaupt nicht mehr. Von Voltaire hatte ich euch erzählt, der sehr hart die Religion und die Kirche angegangen ist und eben auch Wegbereiter der Aufklärung war. Also die Religion kam in der Zeit, wo Kant und Friedrich II. Lebten, sehr unter Druck. Und Kant kam dann auf die Überlegung, naja, nun, also ohne Regeln geht es ja nun auch nicht, ohne Gebote und ohne Verbote geht es nun auch nicht. Aber wenn die Religion derartig auf dem Rückzug ist, was könnte denn dann die Religion ersetzen? Und er kam auf die Vernunft. Das ist ein äußerst interessanter Gedanke. Er ist sozusagen das Wesensmerkmal der Aufklärung, wie diese Epoche genannt wird. Und ich möchte euch das jetzt mal erklären, wie er ableitet, oder sagen wir mal, auch eine Maschine erfindet, eine Gedankenmaschine erfindet zur Beurteilung, ob eine Handlung gut oder böse ist, ob eine
eine bestimmte Entscheidung, die ich zu treffen habe, in die eine oder andere Richtung, welche von diesen beiden Entscheidungen ich dann treffen soll. Ich habe euch hier mal ein bisschen aufgemalt. Ich hoffe, ich kriege es hin, dass man das erkennen kann. Ein Augenblick, so. Ich denke, so müsste es gehen. So. Oben hatte ich Rawls aufgeschrieben und unten Kant. Ich hoffe, man kann das erkennen. Nun gut. Also, er hat einen kategorischen Imperativ aufgestellt, der Immanuel Kant. Und zwar besteht der aus zwei Prinzipien. Und zwar möchte ich diese zwei Prinzipien, die ineinander übergehen, nacheinander erläutern. Prinzip 1 ist die Selbstzweckformel. Ausgehen tut Kant von der Feststellung, dass der Mensch zu Vernunft fähig ist. Das unterscheidet ihn vom Tier. Das macht ihn eigentlich zum Menschen aus. Wenn der Mensch zur Vernunft fähig ist, dann kann sich der Mensch allgemeine Gesetze geben. Er kann sozusagen Regeln erlassen, die nicht nur für die anderen gelten, sondern auch für sich selber. Ein allgemeines Gesetz. Nicht Gesetz im Sinne von Paragraphen, sondern vielleicht eher im Sinne von Prinzip, das für alle gilt. Und das ist dann, führt dann sozusagen zu einer Selbstnötigung. Also der Mensch muss seine Vernunft nicht anwenden. Wenn er sie aber anwendet und ein allgemeines Gesetz, das für alle gilt, auch für, einschließlich ihm selber gilt, dann nötigt sich sozusagen der Mensch selbst. Bestes Beispiel aus dem Best-of von Friedrich II. Was sagte er? Im Gerichtssaal haben die Gesetze zu sprechen und der Herrscher zu schweigen. Sein Vater hatte ja noch in die Prozesse eingegriffen. Also gibt sich hier Friedrich II. Sozusagen ein allgemeines Gesetz. Also die Gerichte sollen selbst entscheiden und ich würde dann grundsätzlich auch unter diese Gesetze fallen. Ich greife auf alle Fälle mal nicht ein in das Justizverfahren. Dann sagt Kant weiter, dadurch, dass ich mir sozusagen selber Pflichten auferlegen kann, mir selber abnötige, einem Befehl, den ich mir selber gegeben habe, zu folgen, das macht eigentlich erst die Würde des Menschen aus. Und weil der Mensch nun eben vernunftbegabt ist mit der Fähigkeit, sich selbst Pflichten aufzuerlegen, das ist die Würde des Menschen und deswegen darf der Mensch von einem anderen Menschen nie als bloßes Mittel gebraucht werden. Der erste Teil, die Selbstzweckformel von Kant lautet, handle so, dass du die Menschheit als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst. Und das ist sozusagen die Grundlegung für die Würde des Menschen. Gut, wenn wir nun uns den zweiten Teil seines kategorischen Imperativs anschauen, nämlich die Verallgemeinerungsformel, das ist der zweite Teil seiner Maschine, dann sagt er, wie üblich, der Mensch ist zu Vernunft fähig. Der Mensch hat aber auch Neigungen, die nicht durch die Vernunft bestimmt wird, sondern durch seine, wie soll ich sagen, Launen, Vorlieben, Abhängigkeiten, Lüsten, Trieben, also alles, was eben dann sozusagen nicht Vernunft ist, auch das bestimmt den Willen des Menschen. Also der Mensch ist hin und her gerissen zwischen der Vernunft, die es ihm ermöglicht, sich ein allgemeines Gesetz zu geben, das auch der Mensch selber selbst einhalten muss, der es sich gegeben hat, und den Neigungen, die am liebsten
zu gegenteiligem Verhalten bestimmen würden. Im Grunde genommen kennt es jeder, wenn man sagt, ach na, nee, das möchte ich, ach ja, aber es muss sein. Und zwar manchmal sagt auch das Pflichtbewusstsein, sagt man, naja, es muss sein, ach, aber am liebsten würde ich ja, nein, aber es muss sein. Diese Situation kennt jeder, also insofern beschreibt Kant da durchaus eine sehr menschliche Verhaltensweise zwischen zwei verhaltensbestimmenden Motiven. Nun gut, also der Mensch ist zu vernunftfähig und der Mensch hat seine Neigungen. Beides kann den Willen des Menschen bestimmen, der zu bestimmten Handlungen führt, die dann wiederum Folgen haben, diese Handlungen. Jetzt ist die Frage, wie beurteile ich diese Handlungen? Und die Verallgemeinerungsformel von Kant anzuwenden, die Inhalt des kategorischen Imperativs ist, handle nur nach der Maxime, also nach dem Grundsatz, würde man sagen, nachdem du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Gut, das ist also die Maschine, die Kant entwickelt hat. Bleiben wir jetzt mal hier auf dieser Ebene noch vorher stehen. Wenn wir die Verallgemeinerungsformel uns anschauen, dann stellt sich die Frage, was ist denn nun eigentlich Inhalt dieses Maschinenteils? Kant sagt, dass nur dann, wenn du vernünftigerweise ein Prinzip aufstellst, von dem du zugleich vernünftigerweise wollen kannst, dass es ein allgemeines Gesetz eben auch für dich und für andere wird, nur dann ist das Prinzip, dem du folgst, richtig, gut. Und das ist natürlich eine etwas komplexe Beurteilung, dieser Moraltest. Was heißt denn nun zugleich? Das ist im Grunde genommen eine Widerspruchsfreiheit. Also zum Beispiel, wenn ich mir das Recht rausnehme zu lügen, kann ich dann tatsächlich, wenn ich vernünftig bin, zugleich wollen, dass Lügen ein allgemeines Gesetz wird. Also von jedermann darf gelogen werden. Das kann ich eigentlich widerspruchsfrei nicht wollen. Denn dann ist im Grunde genommen Schweigen angesagt, weil wenn das allgemeines Gesetz ist, dass man lügen kann, lügen darf, lügen soll, dann erlischt jedes Gespräch, jede Aussage ist eigentlich sinnlos, weil man nicht mehr sagen kann, ob irgendetwas wahr oder falsch ist im Grundsatz, sondern alles kann Lüge sein. Man braucht dann in diese Gesellschaftsform sozusagen, unter diesem Gesetz, braucht man überhaupt nicht mehr miteinander sprechen. Also widerspruchsfrei kann man nicht sagen, ich lüge und ich möchte das zu einem allgemeinen Prinzip, zu einem allgemeinen Gesetz erheben. Das ist so ein bisschen der Inhalt dieses Begriffs, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Nun gut, wenn dieser Test sozusagen durchgeführt wird und man kommt zu dem Schluss, dass man hier ein allgemeines Gesetz aufstellen kann bei dem Prinzip seiner Handlung, dann sagt er, dann hat der Mensch die Fähigkeit zur Vernunft gebraucht, sie bestimmt den Willen des Menschen, also kommt es nur auf den Willen an und nicht auf die Folgen einer Handlung.
Denn dieses Prinzip, dieses allgemeine Gesetz ist Vernunft abgeleitet. Mit der Vernunft kann sich der Mensch zur Selbstnötigung per allgemeinem Gesetz verpflichten. Und das ist das allgemeine Gesetz der Verallgemeinerungsformel. Also muss notwendigerweise, wenn der Test bestanden werden soll, immer nur der Wille des Menschen eine Rolle spielen, nämlich die Achtung für das Gesetz, die Pflicht. Und das ist letztlich das, was einen wesentlichen Kernelement der Aufklärung ausmacht, die Pflicht, nämlich die Achtung fürs Gesetz, wie Kant sagt. Und Kant sagt eben dann weiter, völlig irrelevant ist es, welche Folgen eine Handlung hat. Und auch völlig irrelevant oder sogar schlecht ist es eben, wenn meine Handlung zurückzuführen ist auf irgendwelche Neigungen, die ich habe und nicht auf die Vernunft. Gut, diese zwei Artikel oder diese zwei Prinzipien, die Selbstzweckformel, handle so, dass du die Menschheit als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst und handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Diese zwei Prinzipien sind im Grunde genommen auch bestimmend geworden für die Staatslehre. Denn Kant geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich muss mich bei meinen allgemeinen Gesetzen, bei meiner allgemeinen oder bei meiner Selbstnötigung, also ich ringe mir sozusagen, meine Vernunft ringt mir ab, dass ich ein Prinzip aufstelle, an das ich mich selber halten muss, wenn es für andere auch gültig sein muss. Dieses Vernunftprinzip, das mir die Würde als Mensch verschafft, gilt nicht nur auf meiner privaten Ebene, wenn ich beurteilen muss, welche Handlung ich in die eine oder andere Richtung mache, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, der Staat als solches ist sozusagen die Verkörperung unserer besseren Hälfte. Er repräsentiert unsere Vernunft, er ist das vernünftige Element von uns. Er zähmt unsere Neigung und setzt unseren vernünftigen Willen sozusagen automatisiert um. Also das heißt, ich muss mir nicht mehr selber durch eine Selbstnötigung ein allgemeines Gesetz geben, sondern der Idealstaat macht das sozusagen für uns. Wir delegieren die Vernunft an den Staat. Deshalb kann auch Friedrich II. Von Preußen natürlich sagen, ich bin oberster Diener des Staates, denn er sagt ja damit, ich bin oberster Diener einer Institution, die sozusagen die kollektive Vernunft repräsentiert aller Bürger in einer Gesellschaft. Das läutet so ein bisschen natürlich aber auch ein in Deutschland das Zeitalter der Staatsgläubigkeit. Im Gegensatz dazu zum Beispiel Italien hat ein ganz anderes Staatsverständnis, beziehungsweise der Bürger betrachtet den Staat aus ganz anderem Blickwinkel, eher als Feind. Das hat durchaus zu tun mit der Geschichte Italiens. Es fängt auch natürlich auch bei uns ein bisschen an, ähnlich zu werden, dass plötzlich angefangen wird, der Staat als Feind anzusehen. Wir haben, das ist der letzte Stand wohl, 15.600 dieser Reichsbürger, die Bundesrepublik Deutschland überhaupt als Staat ablehnen und Gerichtsbeschlüsse nicht befolgen, Staatsgewalt überhaupt nicht anerkennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat Schuld daran? Ne? Ist es so, dass dieser Idealstaat, dass der eigentlich in falsche Hände geraten ist? Oder sind die Leute einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, lassen ihren Groll, ihren persönlichen Groll aus anderen Gründen verursacht, am Staat aus und werden sogenannte Reichsbürger. Also völlig unabhängig, wer nun daran Schuld hat. Eins ist jedenfalls auf alle Fälle erkennbar. Sätze wie
wenn das nun jeder tun würde, die habe ich früher noch selber gehört, werden heute immer mehr beantwortet mit, naja, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Also das ist natürlich alles schon ein bisschen problematisch. Wenn die Annahme von Kant stimmt oder das Ideal von Kant stimmt, dass der Staat sozusagen aufgebaut ist auf, wie soll ich sagen, auf der moralischen Pflichthaftigkeit der Menschen, der Selbstabnötigung eines allgemeinen Gesetzes, der Gebrauch der Vernunft, das den Menschen erst die Würde verschafft, wenn das im Grunde genommen die Grundlage des Staates ist, dann ist es klar, dass der Staat sozusagen in sich zusammenfällt, wenn diese Grundlage zusammenbricht, wenn wir anderen Maximen folgen als eben der Vernunft und der Selbstabnötigung allgemeiner Prinzipien und dem Folgen einer Pflicht. Das hat mal ein Jurist festgestellt. Normalerweise sind eigentlich die Juristen nicht so, wie soll ich sagen, und haben nicht so einen Weitblick, aber er hat es nun festgestellt. Er sagt, der Staat kann seine eigenen Grundlagen, auf denen er steht, nicht selbst rechtmäßig durchsetzen. Er kann seine Bürger nicht dazu prügeln, ihm als Staat zu folgen. Dann würde er als Staat selber sozusagen rechtswidrige Mittel einsetzen, Gewalt einsetzen und im Grunde genommen sich selber widersprechen. Und dann werden wir eben hier wieder bei Kant, dass die Vernunft eben keinen in sich begründeten Widerspruch erlaubt. Die Alternative wäre dann wieder eben die Religion und das Gottgnadentum. Es ist eigentlich ganz witzig in dem Zusammenhang, dass der Sohn von Friedrich dem Großen, Friedrich Wilhelm II., wieder das Gottgnadentum eingeführt hat und auch die Zensur. Und wer ist da drunter gefallen unter die Zensur? Der gute alte Kant. Denn er hatte Bücher geschrieben über die Frage, eben, wie lässt sich Religion mit Vernunft begründen. Und dann kam die Zensur, die der Sohn von Friedrich dem Großen wieder eingeführt hat, zu ihm und verbat ihm die Verbreitung solcher Schriften und solcher Gedanken. Man hatte also wieder mit Friedrich Wilhelm II., dem Sohn von Friedrich dem Großen, wieder einen absolutistischen Herrscher, der tun und lassen tat und ließ, was er wollte und sich eben nicht als Diener, oberster Diener seines Staates sah. Er kriegte deshalb wahrscheinlich auch vom Volk den Spitznamen der dicke Lüderjan. Lüderjan heißt Taugenichts, der dicke Taugenichts. Also man sieht, man kann Errungenschaften auch verlieren, wenn man sich nicht dafür einsetzt. Und das ist natürlich schon eine Sache, die vielleicht zu überdenken ist in unserer heutigen Zeit, woher sozusagen diese Staatsverdrossenheit kommt, ob das eine Politikverdrossenheit ist, die sozusagen überschlägt auf die Institution des Staates als solches. Und das sind eben Fragen, die zurückgehen auf den guten alten Kant. Kant hat natürlich, wie soll ich sagen, ist sehr rigoros in seiner Ableitung bestimmter Kriterien zur Beurteilung einer Handlung als vernünftig. Und zwar sagt er einerseits natürlich dann ganz konsequent folgendes Beispiel: der Onkel ist krank, der Neffe pflegt ihn. Pflegt er ihn aus Neigung, zum Beispiel, weil er scharf ist auf die Erbschaft des Onkels und er darauf hofft, dass der in sein Testament reinschreibt, dass der Neffe das Geld erbt, das der Onkel besitzt, dann wäre das keine moralisch gute Handlung nach Kant. Pflegt der Neffe den Onkel allerdings aus Pflicht,
dann wäre es eine moralisch gute Handlung, obwohl das Ergebnis, der Onkel wird gepflegt, ja das gleiche ist. Das kann man noch nachvollziehen, dass man, auch wenn man es dann schwer feststellen kann in der Praxis, aber kritisch wird es natürlich mit dem Rigorismus von Kant auch an folgendem Beispiel. Jemand klingelt an der Tür, hat die blutende Axt in der Hand, ganz offensichtlich will er einen Familienangehörigen ermorden und fragt das Kind, das an der Tür steht, wo denn derjenige sei, den er suche. Und naja, soll das Kind jetzt lügen? Nach Kant dürfte es nicht lügen. Man kann nicht die Lüge zum allgemeinen Gesetz erheben. Das ist natürlich schon eine Folge, mit der man recht schlecht zurechtkommt nach unseren Moralvorstellungen. Ob das Kant tatsächlich so hart tatsächlich auch dann durchexerziert hätte, auch gedanklich in seinem Modell, weiß ich nicht. Aber ein bisschen ist ihm schon der Vorwurf zu machen, dass er vielleicht das Problem der Gruppe und der Fürsorge vielleicht da nicht so sehr erkannt hat und Weber vielleicht, also Max Weber vielleicht dann doch mit seiner Mischung aus Gesinnungs- und Verantwortungsethik, also Mischung aus nicht verhandelbaren Prinzipien, die auf Pflicht beruhen und Folgenabwägungen vielleicht dann doch ganz recht ist. Nun gut, aber einen Gedanken finde ich auch noch sehr interessant und mit dem will ich jetzt heute das Video schließen. Und zwar ist es der Strang Würde des Menschen. Und hier ist es tatsächlich dann eingegangen auch in die Neuzeit, was sich Kant dazu überlegt hat. Und zwar nochmal, hier gehen wir nochmal rüber zu Strang 1. Seine Überlegung ist mit der Menschenwürde. Der Mensch ist zur Vernunft fähig, klar. Mit Vernunft kann sich der Mensch allgemeine, also für sich und andere geltende Gesetze geben, kann sich also einer Selbstnötigung unterziehen. Das unterscheidet ihn vom Tier, das verschafft ihm die Würde, weil er eben dazu fähig ist, mit dem Mittel des Vernunft, der Vernunft sich allgemeine Gesetze zu geben, allgemeine Prinzipien zu geben, die auch ihn selber binden. Und weil er diese Würde hat, darf ein Mensch den anderen nie als bloßes Mittel gebrauchen, benutzen, sondern muss ihn immer als Wert an sich, als Zweck an sich betrachten. Und es ist ganz interessant, dass diese sozusagen Menschenwürdeformel auch dann in der Neuzeit Eingang gefunden hat in letztendlich die Praxis, in unsere aktuelle Praxis, und zwar in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Da könnte sozusagen 1:1 vom ollen Kant übernommen worden sein. Also ich schiebe hier mal in den Text unseres Grundgesetzes dann einige Verweise auf Kant dann einfach hinein. Die Würde des, heißt es in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, Klammer auf, weil der Mensch zu vernunftfähig ist, würde Kant hinzufügen. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Klammer auf, die Würde darf nicht für die Allgemeinheit geopfert werden, Klammer zu. Und dann heißt es weiter, das deutsche Volk bekennt sich darum, also wegen der Würde, also wegen der Vernunftbegabung des Menschen, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Also im Grunde genommen ist es 1:1 Kant und so fließt, so leben wir praktisch auf dem Rücken, auf dem oder auf dem Boden der Aufklärung, die mit diesem Gedankenkonzept verbunden ist. Nämlich die Würde des Menschen aufgrund seiner Vernunft und
die Beurteilung von Handlungen nach Gut und Böse ausschließlich danach, ob der Mensch bei seiner Handlung den Willen hatte, dem allgemeinen Gesetz zu folgen und nicht einer Folgenbetrachtung und nicht die Folgenbetrachtung beurteilt oder ergibt, ob eine Handlung gut oder böse ist. Nun gut, damit will ich enden. Es war heute sehr kompliziert, auch für mich, diesen Gedankengang darzustellen, aber ich denke, er ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Denn irgendwie, als normaler Bürger hat man den Eindruck, es bröckelt an allen Ecken und Kanten und ein gemeinsames Grundverständnis wird immer schwächer. Und wenn man sozusagen der Staatstheorie Kants folgt, dann je mehr wir uns sozusagen in unserem täglichen Leben, in unserem normalen Umgang miteinander, völlig abgesehen von den Gesetzen, in unserem ganz normalen Umgang miteinander schwächen und unseren Neigungen nur noch folgen und auch demgegenüber die Menschenwürde sozusagen absprechen und ihn nur noch als Zweck gebrauchen, nur noch als Mittel gebrauchen und nicht mehr als Zweck, als Mitbürger ansehen, dann ziehen wir uns selber sozusagen den Boden unter den Füßen weg und ein Staat kann zusammenbrechen daran. Also ich denke, daran gibt es keinen Zweifel und alle sollten uns fragen, welchen Beitrag wir leisten können, sozusagen um die Grundlage eines Staates, nämlich der Umgang miteinander, wieder, wie soll ich sagen, festen Grund hat oder gründet. Und nun gut, es ist natürlich alles nun sehr moralisch, aber es fängt einfach auch damit an, dass man einfach aufsteht, wenn eine ältere Dame den Bus besteigt und ihr den Platz anbietet. Also ich glaube, das ist das, was mit Würde des Menschen und mit Selbstnötigung und mit allgemeinem Gesetz von Kant gemeint wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Gut, das war's. Also bis demnächst. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und es war ein bisschen interessant. Tschüss.